Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Watch Dogs, heute am Mittwoch. Und wir werden jetzt in die Schale geworfen. Erstmal hacken wir da ein bisschen, ne? Nur ein bisschen Geld hier einsammeln, jawohl. Eine Kamera und, na gut, auf geht's. Freiwillig ins Gefängnis, habe ich jetzt irgendwie so verstanden. Wegen dem komischen Zeugen da, damit er nur weiß, dass wir den immer töten können, wenn wir wollen. Und den werden wir jetzt mal ein bisschen die Hölle heiß machen. Netzwerkloks, automatisierte Überwachung. Wäre der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Blum recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Halt! Waffe weg! Runter auf den Boden! Hände hinter den Kopf! Los! Los! Na gut. Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen. Pierce. Avery. Never again! Smith! Jawohl. Das ist ja mal cool. Ohne Scheiß. Das sind zum Beispiel so Sachen so. Was das ganze Spiel nochmal ganz in einem ganz anderen Licht werfen kann. Schöne Toilette übrigens. Klopapier. Na gut. Besitzversteckte Kamera. Na gut. Kamera, jawohl. Gut ist, dass wir auf jeden Fall hier, denke ich mal, ein paar töten können. Ja, wobei. Jawohl, der hat auch eine Kamera dabei. Sehr gut. Das Problem ist, wir können ja gar nichts hacken, sprengen und so weiter. Das ist ja mal voll behindert. Zu der Kamera wollte ich doch überhaupt gar nicht. Ich muss da links oder so lang. Ja, zu der schon mal nicht. Was ist mit den unten? Ja, kommt hin. Nein, geh nach links. Geh nach links. Lass das sein. Nicht ernsthaft, oder? Dreh dich doch mal um. Ganz, ganz komische Menschen. Ja, jetzt krieg ich den nicht mal von da. Wie soll mich da von hier einer sehen? Kommen Sie aus eurer Zelle? Wie soll ich das denn machen? Du bist ja lustig. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan. Und melde mich dann. War ja doch anscheinend relativ einfach. Gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Wie soll ich denn da hinkommen, Alter? Die sind ja lustig. Wie soll ich den denn? Ich möchte ja nicht mal töten. Deckung. Ich kann jetzt auch nicht alle umbringen, nicht im Gefängnis, Alter, geht da gar nicht klar. Lauf doch weiter. Wohl. Ja, man kann ja mal aufhören. Da muss ich auch noch was ticken, ey. Das ist doch nicht normal, ey. Na, das habe ich aber gleich. Nein, nein, nein. Entriegeln. Nein.
Lauf doch da rein oder so. Jawohl, korrekt. Super Typ. Das kann ich doch wieder gar nicht, Alter. Warum wird das nicht noch ein bisschen komplizierter? Jawohl. Was soll ich hier machen? Finden Sie den Standard-Rollo. Da muss doch irgendwo sein. Rollo Lienzo, na gut. Wieso kann ich hier die Kamera wechseln? Kann ich aus der Sicht nochmal irgendwelche anderen Leute sehen oder was? Ja, hier sind weiß doch nicht wie viele. Was mit dir da? Ganz echt, da könnte jeder sein. Was mit dir da unten? Auch nicht. Ach, das kann doch jeder sein, ey. Oder muss ich irgendwas machen? Nee, hier steht nur, ich finde sie den Überlebenden. Ja, da war der doch. Nee, Lorenzo, nee, ist falsch. Ja, da ist er ja. Und wie kriege ich dich jetzt vom Dach? Das ist eine gute Frage. Aber anscheinend machen die ja was mit dem. Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo geht ihr hin? Antwortet mir! Oh Mann, halt mal das Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Anwalt. Nein, nicht! Nach dem wir mit dir was fertig sind. Ich geh nicht mit seinem Verrückten. Halt dein scheiß Maul! Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Na gut. Also, hier sind ja gar nicht viele Mullen. Fuck, Keller, die sind im Keller. Ich hab's gehackt. Ah, ich hätte ihn wahrscheinlich umlegen müssen. Monö. Boah, nein, ich war so nah dran und ich hatte das schon gehackt und dann... Wie soll ich den denn hier ablenken? Ah, ich weiß wie. Zu dem wollte ich auch eigentlich gar nicht hin. So, wenn ich nämlich jetzt... Oh, ich hab gar keinen Köder. Ich könnte theoretisch nochmal versuchen, ne? No! Ach, der hat doch Stahlaugen, hat der doch. Stahlaugen hat. Der kann mich doch normalerweise gar nicht da sehen, wenn ich da so vorbei renne. Jetzt kann ich doch nicht. Ja, wie krieg ich den da weg? Vor allem, wie kann ich aufhören, dass der da so. Ja, ich hab den doch getötet. Mission, Entschuldigung. Ja, mein Gott, ich hab den umgebracht. Okay, so geht das auch schon mal nicht. Alles klar. Jo, genau. Aber ein paar Versuche, ne? Und wird der Sonne aufhören? Da.
Ja, ey, ich habe mich nur von der Wand bewegt. Jetzt mal ernst. Wieso ich? Der steht da die ganze Zeit und guckt auf eine verkackte Stelle. Nee, nee, nee. So, jetzt mal ernsthaft. Ich hab mir eine Kamera. Sehr gut. Das ist ja alles schön und gut. Mach dir doch einen Kaffee oder so. Keine Ahnung. Jetzt dreht er sich um. Und guckt ja auf das Schlossel zum Heben oder Senken hängen. Ja, genau. Problem ist, der guckt jetzt die ganze Zeit auf diese Stelle hier. Ohne Scheiß, da wird er die ganze Zeit drauf gucken. Und was mit dem? Ah, da macht man keine Schwierigkeiten. Niemals! Jawohl! Jawohl! Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Jawohl, das Problem ist, als ob unten keine Bullen sind. Die Tür steht offen. Ja. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn? Klar, komischerweise so eine Etage leer. Hm. Denkt ihr, wir hätten keine Freunde? Na gut, egal, dann so. Lass uns doch mal in Ruhe. Ich habe hier zwar sehr viele Kameras, ne, aber nicht, ich kann nichts sprengen oder so, ich kann nicht irgendwie. Lüg mich nicht an. Wir haben dich doch gewarnt. Glaubst du, wir machen dich nicht kalt? Ich kann das nicht mehr. Ich sag euch, was ich weiß. Bitte, ich schwöre. Und der Kumpel? Was ist passiert? Wo ist der jetzt? Maurice? Ich hoffe mal, das hat jetzt hier so ein. Ich weiß es nicht nochmal. Wie ist Ihr Name? Aber du hast gut hingesehen, oder? Ja, wie viel Schrotflintenschuss hält der aus? Jetzt mal ernsthaft. Wer ist er denn? Jordi? Oder wird's ein Witz? Oder wird's. Das ist ein Bulle! War ja einfach als gedacht, jo. Easy. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir.
Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, Sintra. Jetzt sag mir nicht, ich muss entkommen. Ja, genau. Verlassen wir das Gefängnis. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Ruhig, wirst sehen. Ich muss auf jeden Fall hinkommen. Ist doch scheiße, ich hasse es. Möchte einfach ganz genüsslich da raus spazieren. Oh, nee, ich hasse immer so Sachen, wo man entkommen muss, ne? Ohne Scheiß, ey. Das ist wie, wenn ich zum Beispiel, ich könnte niemals Outlast oder so Let's Playen, weil ich einfach, wenn ich da rauskommen würde, oder beziehungsweise wegrennen müsste, immer nach hinten schauen müsste. Das kann, ich hasse abhauen, egal in welchem Spiel. Entkommen Sie der Polizei. Auf geht's, Jungs! Woo! Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Spaßig. Wieso komme ich hier nicht raus? Hallo? Ernsthaft? Wieso hängen die so? Hallo? Wo komme ich denn? Hallo, was ist denn los hier? So. Nee. Ja, das könnte man eventuell bauen, das ist okay. Ist ja schön und gut, ne? Achso, man sagt doch was. Meine Güte! Ja, hier. Spiel halt ab, ist mir noch egal. Auf gar keinen Fall, hallo? Da hier, so die Waffen, CTS-Türme. Ja, das hat man. Ja, so. Achso, ja, Audiologs. Ja, das juckt mich doch gar nicht, mein Gott. Muss jetzt der Polizei ankommen, das ist viel schlimmer. Man kann der aufhören, ständig hier in irgendeiner Scheiß. Da, Dankeschön. Ein Problem ist, hier komme ich auch nicht raus, ne? Achso. Die stehen jetzt schon draußen, ne? Nochmal Köder. Okay. Junge. Ja, Bulau steht unten, klar. Ich muss einfach eine Brücke finden. Nein. Boah. Ich fahre aber auch eine Scheiße zusammen. Ja. Bäm, Junge. Straßensperre. Scheiße. Wie meine Karre aussieht, ne? Also lange fährt die nicht mehr. Halten Sie sofort an. Na gut. Na gut. Ja. Und weil ein Befehl ist, mache ich das, oder was? Ah, Problem ist, dass natürlich die Karre nicht die schnellste ist, ne? Ich müsste mal... Ah, ja, die blaue da. Die war doch mal was, oder? Komm. Fliegender Wechsel. Eine Hochleistungspatrouille ist am Verdächtigen
Jawohl, somit ist das doch schon viel einfacher. Ja, Autobahn ist natürlich nicht so verkehrt. Problem ist, Autobahn leckt halt immer, ne? Waren das Nägel? Ne. Okay, Autobahn, nächstes Mal merken. Autobahn, Kacke. Ich bin gleich entkommen, auf jeden Fall. Das Problem ist, dass mir einer entgegenkommt. Das ist ein schlechter Scherz. Oh, geh doch! Mann, hier fahren. Da ist. Guck mal, da ist eine Brücke da oben. Ach, entkommen Sie der Polizei, jawohl. Da bin ich ja wieder sehr, sehr gut dabei. Jawohl, Tor, jawohl. No, ich bin aber auch so kacke. Jetzt ohne Scheiß. Niemals. Jawohl. 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 Geil. Oh, war aber auch mal richtig cool, wenn ich sagen soll. Auch zu öffnen, schalte. Jawohl, hatte ich doch schon. Nee, was ist das denn da? Verbessert das Fahrverhalten abseits der Straßen, Gras und Erde. Nee, nicht unbedingt. Verringert die Wahrscheinlichkeit für Reifenbahn. Sehr gut. Verbessert ihre Fähigkeit, sich im Auto zu verstecken, wird auch gegen Hubschrauber. Jawohl, das ist geil. Was ist das? Erhöht zugefügten Schaden bei Zusammenstößen. Das ist gut. Das war es eigentlich schon fast wieder schon für die Folge. Und, okay, wir wissen noch nicht, was wir als nächstes machen. Aber zum Anschluss wollte ich noch ein bisschen über die WM reden. Ja, die WM, ne? Der Zeitraum ist ein bisschen dahin, sag ich mal ungefähr. Weil, ohne Witz, der Zeitraum ist einfach voll kaputt. Ich habe bisher jedes Spiel geguckt. Ich weiß nicht, ob das immer noch zu dem Zeitpunkt ist, wenn die Folge rauskommt. Aber ich denke schon. Erfolg freigeschaltet, jawohl. Ziemlich geil. Auf jeden Fall, WM finde ich einigermaßen gut. Gibt viele positive und viele negative Dinge. Möchte ich aber hier nicht drauf eingehen. Könnt ihr im WM-Modus gucken. Da werde ich ein bisschen drüber sprechen. Einfach mal so kurz nebenbei angesprochen. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Bist du das in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest ein... Ah, spannend, oder? Komm, triff mich und ich erklär's. Erzähl's mir. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das letzte Mal wieder gut machen. Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm bald. Jo. Ja, Mann. Jo, jo. Jo. Jo, Mann. Das ist jetzt aber nicht irgendwie was mit Musik. Na gut, dann möchte ich die Folge auch schon beenden eigentlich. Doch, das war ziemlich cool im Gefängnis, ohne Scheiß. Hat mir mega gefallen. Bin mal gespannt, wie das so ungefähr weitergeht. Und ja, das war's eigentlich für heute. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.